Jo Leute, und hier bin ich wieder, Brickler 1000 in der Welt von Brickforce. So, und heute spielen wir auf der Map Sniper Hill, jedoch in einem ganz anderen Format, und zwar in Schnee. Also darauf habe ich mich schon immer gefreut, ein perfekt nachgemachtes Sniper Hill, bloß in Schnee, ey. Das ist doch ein perfektes Weihnachten, da kein Weihnachten ist. Unpassend, trotzdem super gut gemacht. Passt bloß nicht zu Sommer, aber wen interessiert's? Weihnachtsmap schon im Sommer. Passt doch. Na? Der Pumper ist mein Gegner. Wow, der hat mir aber ganz schön was gezogen. Boah. Okay, der mit der Snake, sehr schön. Oh nein, das hätte ich lieber zerschießen müssen. Oh, hilft er mir wohl beim Zerschießen oder was? Wo ist der? Auf dem Baum ist denn. Jetzt hat er sich verraten. Durch so einen Staub hat er sich verraten. Egal was das war. Ich will es nicht wissen. Also. Was? Und erwischt. Wassergewehr ist auf der Map richtig ein gutes Gewehr. Besser als die Sniper, würde ich sagen. Oh ja, die Orion, die hat auch was drauf. Aber sie kann halt nicht so viel schießen. Deswegen gebe ich der, also von der Skala 1 bis 10, gebe ich dem Wassergewehr auf jeden Fall auf der Map auf jeden Fall 10. Okay, 9 werden angebracht. 9. 9 deswegen, weil man kann halt nicht so viele Schüsse auf einmal abschießen, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Das ist sogar besser. Ja, dann gebe ich da trotzdem 10, weil es ist besser, wenn man 6 Punkte abschießt. Ja, vom Schaden her auch nicht so gut. Trotzdem geabt auch gut. Ja, und der Orion, was könnte ich der für eine Note geben? Ja, 9 wäre da schon angebracht. 9 wegen dem Schaden und wegen der Präzision. Feuerrate, naja, sage ich mal nicht so gut. Passt aber trotzdem, für die Orion passt das schon. Dann sag ich mal, 9 Punkte wären da wirklich angebracht, angemessen. Boah, die sind da mit 140 Chrissy da. Boah, die sind alle zwei mit 140 Chrissy da. Und ich habe ja nicht einmal 140 Chrissy. Komm, den habe ich. Boah, ich glaube, wenn ich so weitermache, nicht. Was? Ach so. Er hat bestimmt meinen Arm gesehen und ich hatte ja nicht mehr viel. Ja. 9. Heiltrank. Hat er sich wohl daran erinnert, dass er Heiltränke hat? Könnten sehr nützlich sein, finde ich. Wie's? Das war doch Prämie, oder nicht? Dann war das Prämie jetzt. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Waffe jetzt. Also einfach für die Map OP ist, sag ich mal, sehr OP. Weltraumnetz habe ich noch ein paar Tage. Läuft aber dann trotzdem ab. Hat er wieder voll Rissi. Komm, treffe ich rein? Nein. Hier, jetzt aber treffe ich. Jetzt treffe ich aber rein. Boah, getroffen. Aber keinen anderen. Schade. Da war doch erst einer. Aber der ist jetzt da drüben. Den habe ich. Hallo? Gibt's ja wohl nicht. Hey. Gut. Runde hat gut angefangen, bis der einem Mr. Shinsten reingekommen ist. Ja,
Ich starte die Aufnahme jetzt zum dritten Mal, weil mir ist die ganze Zeit was dazwischen gekommen. Ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit, musste ich die Aufnahme immer neu starten. Also dreimal schon habe ich auf der Map gespielt. Sie ist mir zwar nicht vorgeschlagen worden, trotzdem ist sie einfach gut. Wo sind die Gegner? Da ist einer gewesen. Gewesen. Und noch einer, da ist der gleich respawned. Oh, zu hoch. Nein, ach Mann. Wow. Habe ich gar nicht gemerkt. Rache, Rache. Blödes Prämie. Oh nein. Das ist jetzt eine Blamage, wenn ich den jetzt versäume. Nein, bitte lass mich noch zurückkommen. Nein, 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 nein. Wo bist du? Wo bist du? Lass mich bitte kurz in Ruhe. Dass ich das geschafft habe, ohne Leben zu verlieren. Na, okay. Leben habe ich verloren, aber nicht bei dem Trip. Wo ist der? Von mir. Genau hier. Komm, ja, noch erwischt. Puh, weil der ist gerade hochgekommen, weggestealt. Tut mir leid, echt. Hux. Hux. Nein, wow. Mache LP auf dem YouTube-Kanal Brickler 1000. Wie jetzt? Habe ich richtig geschrieben? Ja. So. Oh. Ich hätte schon gedacht, ich fahre runter. Ups. Mikro. Na? Boah, nein, nein, nein. Boah, nein, von wo? Oh, von hinten, na klar. Na klar, von hinten. Mich das abnervt immer von hinten, ey. Aber ich habe noch erwischt bei diesem Trip. Hab noch. Da ist einer. Oh, hat er. Oh, neuer reingekommen. Hui ist. Oder das ist doch der gleiche. Und getroffen. Sehr schön. Ja. Fail, 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 schreibt mein Partner. So, gewonnen, sehr schön, um 2 Punkte haben wir gewonnen. Ja, sehr gut. So, wo gehen wir als nächstes rein? Gehen wir mal in einen spielenden Raum wie SpongeBob nicht. Ach, da war ich ja gerade. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Boah, die Map. Boah. Hoffentlich geht die nicht mehr so lang. 7 Minuten oder 6 Minuten. Hoffentlich noch. Die Map möchte ich gern erkunden. Jedoch ohne Lags und ich glaube, ich lagge. Hinweis: Der Anfänger-Channel bietet dir aus, diese offizielle Brickforce-Karten, um dich vor sogenannten Exploit-Karten zu schützen. Ja, ich glaube auch, da stürzt es jetzt gleich ab. Ich werde sicherheitshalber mal jetzt gleich mal einen Schnitt machen, dass man sicherheitshalber nicht abstürzt. Bis gleich. Jo Leute, das war ein kleiner Schnitt. Leider ist es doch noch abgestürzt. Deswegen zurzeit nicht nichts da. Ja, zurzeit ist hier nichts. Ja, XP.
Ich will den spielenden Raum. Der klingt gut. Der schaut gut aus. Ey, aber wenn der abstürzt, ne? Hey. Was ich nicht glaube. Wäre schon sehr enttäuscht. Na, hast du Fragen zu Brickforce? Besuch doch die offizielle Brickforce-Website. Die ist mir irgendwie zu heftig. Also, Sandruinen. Hier ist einer reingelaufen. Das soll wohl jetzt gerade eine Ruine sein, so eine sogenannte. Ruine soll das gerade sein. Wow, der hat ja voll Rüssi, ey. Und ich lege. Ich lege, wenn, wie ihr das merkt. Ich lege schon ein bisschen. Oh, da drüben. Oh, den könnte ich erwischen. Na klar, zwei auf einmal. Klingt doch gut. So, zwei auf einmal. Ja, die Map spricht für sich. Ruinen, hier eine kleine und hier ein bisschen Sand hingemacht, soll Sand sein. Hier noch so eine kleine Ruine rein. Was reingeht. Da hat wohl jemand die Blöcke zerstört. Na. Und erwischt. An den Füßen noch, das ist ein fieses Ding, wenn man immer von unten trifft und da sind gleich die Füße im Spiel. Das ist immer was Fieses, aber naja, kann man nichts machen. Ist der jetzt da oben? Hey, das geht nicht. Das kann so nicht weitergehen mit dir. Ist da hingegangen? Ja, der ist da hingegangen, denke ich. Oh, da ist wohl das gewesen, da wo ich ihn erwischt habe. So, dann gehe ich mal dahin. Also, wie ihr seht, es leckt schon mega. Na? Hier ging es auch noch mal rauf, kann ich aber leider doch noch nicht. Bin unterqualifiziert. Gut, dann gehe ich da mal wieder runter. Ich will. Wow! Kommt der jetzt her? Ja, okay. Sniper. Ja. Also oben sieht's auch sehr schön aus. Könnte es schon so hingehen. Zu diesen einen Felsen. Ja, weil ich kenne sowas auch schon. Ich habe sowas ähnliches auch schon mal im Fernsehen gesehen, dass es sowas gibt. Ich habe keine Ahnung wo. Camping. Da. Hier werde ich ja nicht einmal gescheit begrüßt. Huhuhuhuhu. Na, Nades werfen ohne Ende und trotzdem nichts abstauben. Mein Hobby. Aber auch was abgestaubt habe ich bloß nur mit Nades. Leider. Okay, ich wollte es ja auch schon. Also muss ich nicht so leider Sachen. Stimmt's? Oh, Snipe-Stelle. Jo, Leute, leider war es. Leider muss es schon zu Ende sein. Weil einfach die Zeit. Ich muss auf die Zeit achten, weil im YouTube gelten die Regeln. Man muss ein Video unter 15 Minuten machen. Wenn nicht, dann muss man bei sich anrufen lassen, einen Code eingeben. Das geht bei mir relativ nicht, weil bei mir zurzeit das Telefon nicht geht und ja, tut mir leid. Bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Brickforce.